Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn. Und der Firma Akin Wohnbau GmbH in der Gymnasiumstraße 65 Neckarsulm. So, Marcel Busch, obligatorisches Interview nach dem Spiel, ja 3:1 gewonnen. 3 Siege in Folge haben wir auch noch nicht oft gehabt in der Oberliga. Sag was zu der Serie. Ja, ich habe es vor dem Spiel thematisiert. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir 3 Siege in Folge hatten. Da müsste ich ja dich fragen als Statistikexperte oder Alexperte. Ich glaube, der Alex ist besser. Nein, ich bin da schon stolz drauf, weil nach dem Saisonstart muss man erstmal 10 Punkte holen. Das haben die Jungs wirklich mit Bravour gemacht. Ich fand, die erste Halbzeit war wieder wirklich sehr, sehr gut. Klar, jetzt kann man wieder Salz in der Suppe suchen, warum die zweite hat. Ja, da sind wir vor manche Probleme gehabt. Aber auch dann ist es einfach wichtig, dass man defensiv dann versucht, einfach das Ding nach Hause zu bringen. Und auch wenn es dann immer schön ist, das war so. Aber ich finde, allein auf der Grund der ersten Halbzeit ist der Sieg verdient. Und man muss erstmal 3 Siege in Folge machen. Deswegen haben sie sich da heute auch jeden Applaus verdient. Ich weiß auch nicht, wann es das letzte Mal eine Humber in der Gasulm gab. Das kann ich dir sagen, das war beim Pokal-Halbfinale gegen SSV Ulm vor, glaube ich, 6 Jahren. Das weiß ich noch. Es ist länger her, weil vor 6 Jahren, ich habe hier 3 Jahre gespielt. Nee, vor 8 Jahren. Seit ich da bin, gab es das nämlich noch nicht. Deswegen. Okay, muss ich rausschneiden, okay. Okay, aber dann fangen wir mal ganz vorne an. Manche waren überrascht über die Aufstellung. Pascal Pander war draußen. Ein paar Umstellungen hat es gegeben. Was waren die Gründe, dass du rotiert hast zum Sieg jetzt? Im Vergleich zu vor zwei Wochen war es eigentlich nur eine Veränderung. Also vom letzten Spiel. Wir wollten letzte Woche in der englischen Woche beim Sandhausen-Spiel kräftemäßig tauschen. Jetzt waren sie wieder, jetzt wie in Bellanave, war einfach wieder erholt. Es war mir klar, dass der heute wieder Power hat. Pascal Pander, brauchen wir nicht reden, ja, was er jetzt für uns bisher geleistet hat. Fakt ist, er hat die Woche, weil er ist sich jetzt beruflich, hat er ein Seminar gehabt, wo die komplette Woche weg war. Und dann war es einfach für mich der Grund, wenn einer eine komplette Woche ganz raus ist, ich weiß auch nicht, wie anstrengend das war, dass er heute dann von der Bank kommt. Und der Pascal ist auch, glaube ich, völlig verstanden. Und es ist, also deswegen ist es auch völlig in Ordnung so. Ich sag mal, mit fußballerischem Laienverstand, erste Halbzeit war brillant. Zweite Halbzeit war dann eher verwalten. Wie würdest du das dann jetzt so in der Analyse eher sagen? Ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ja, in der Wortwahl, aber du hast es gut erkannt. Und manchmal muss dann halt auch verwalten reichen. Natürlich werden wir intern besprechen, das kann ja auch eng werden, wenn die ein Tor schießen, dann muss man wieder hochschalten, das ist nicht immer einfach. Aber ich finde, ja, jetzt nach den letzten 4 Spielen muss ich jetzt nicht hier in der Presse suchen, was jetzt unbedingt schlecht war, sondern ich möchte einfach mal die Leistung gegen Reutlingen, heute die erste Halbzeit, ich finde, dann sollte man die auch erwähnen. Und intern besprechen wir schon die schwächere zweite Halbzeit. Wann hast du dich, oder wann haben wir das letzte Mal 3 Tore erzielt, wenn wir schon bei Statistiken in einer Halbzeit, weißt du das wenigstens? Nee, auch das. Aber ich freue mich, dass wir sie schießen, weil das haben wir ja oft auch vorgeworfen bekommen, dass wir zu wenig Tore schießen. Ich weiß nicht, wie viel haben wir gegen Reutlingen geschossen? 3. Siehst du, also vor 2 Spieltagen. Oh. Genau, dann muss ich aber, habe ich bald nicht mehr viel übrig von dem Interview. Aber wir sind da drüben ziemlich frustriert, Daniel Schmelzle. Vielleicht noch ein Wort zu ihm. Hast ja auch im Stadion ein Vorwort gesagt, freuen uns total, ihn zu sehen. Wort zu ihm. Also ich freue mich, dass wir gewonnen haben, dass ich ihn da brutal schätze als Spieler und vor allem auch als Mensch. Ja, wir haben da wirklich telefonieren noch regelmäßig, das steht außer Frage. Das wollte ich gar nicht wissen, sondern er hat ja im Interview gesagt, dass ihr jetzt hochgeht und einen zischt. Stimmt das? Ein Zischen? Ich würde bestimmt nicht, wenn er darf, ihn noch oben treffen, aber also ich muss ein Auto fahren. Das heißt darf? Na gut, ich weiß ja nicht, wie es in Ilshofen ist, ob es heißt schnell nach Hause. Ach so. Aber wenn wir uns oben treffen, dann freue ich mich, mit ihm ein paar Minuten zu reden. So, Claudia Bellanave haben wir hier. Ja, endlich mal wieder ein Bellator. Wurde langsam Zeit, oder? Ja, da bin ich recht lang drauf warten müssen, aber jetzt war es endlich mal wieder soweit. Wurde auch Zeit. Ja, war mit Schmackes ins kurze Eck. Nach einem Lattenschuss von Philipp Seibold. Natürlich überlegt einfach drauf, oder? Ja, ich war schon kurz davor wieder abzuschalten und dachte, der Ball geht übers Tor. Und habe dann, glaube ich, am schnellsten reagiert und dann einfach voll drauf. Was sagst du zum Spiel heute? Erste Halbzeit war
von außen grandios anzuschauen, muss ich sagen, von beiden Mannschaften. Wie war es auf dem Feld? Hat wahrscheinlich auch richtig Spaß gemacht heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Trainerteam hat uns vorher sehr gut eingestellt, wie die Inzhofener agieren. Und da wollten wir das passende Gegenstück bilden. Und das hat einfach in der ersten Halbzeit echt gut funktioniert. Wir haben zu viele Torchancen rausgespielt. Und ich glaube, 3-1 zur Halbzeit ist es schon sehr gut. Ich weiß, es ist eine super schwere Frage, aber denken wir nochmal zurück ans erste Saisonspiel gegen Bruchsal. Wenn man die Mannschaft heute gesehen hat, das hatte nichts mehr gemein mit dieser Mannschaft. Was ist da passiert? Wo waren die entscheidenden Änderungen jetzt? Ja, also wir waren alle sehr enttäuscht über den Start gegen Bruchsal. Aber wir haben uns ein Ziel gesetzt, aus den ersten Spielen 10 Punkte zu holen. Da haben wir eigentlich schon, das haben wir schon fast abgeschrieben gehabt. Aber wir haben uns Spiel für Spiel, finde ich, verbessert und daraus gearbeitet und jetzt mit verdienten 10 Punkte auf jeden Fall gestartet. Okay, jetzt kommt ein Auswärtsspiel beim SGV Freiburg mit einem Titelfavorit, muss man sagen. Was können wir da von euch erwarten? Ja, das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt. Für das spielen wir Fußball, für solche Spiele mittwochabends in Freiburg geht eine Truppe, die ja eigentlich eher eine Drittliga- wie eine Oberliga-Truppe ist. Und da haben wir einfach richtig Bock drauf, für Nadelstiche zu setzen und dann vielleicht auch was mitzunehmen. So, Daniel Schmelzel, bekanntes Gesicht hier auf dem Pichterich. Ja, ein Assist hast du gemacht heute. Ja, war halt zu wenig. Ja, warum hat es nicht gereicht heute dann? Ja, weil wir einfach individuell wieder die Fehler gemacht haben, wie jedes Spiel halt. 1-0, klare Fehler, 2-0, schalten wir schlecht um. Ich glaube, das war von Philipp Neckboll, die Flanke ins 3-0, das kann passieren. Aber ja, dann im Endeffekt MSU hat es clever gemacht, die haben dann geparkt. Zweite Halbzeit wollte sie ja gar nichts mehr, aber da sind wir auch einfach zu schlecht nach vorne, weil wir... Ich glaube, wir hatten 3 Schüsse und das war in der 88., 90. und 91. Aber ja, müssen wir draus lernen. Und jetzt am Mittwoch kommt natürlich ein Knaller mit Göppingen. Oh, die haben heute verloren in Sandhausen. Ja. Die werden. Aber gibst du mir recht, dass das Spiel gar nicht so deutlich war? Also man hat schon oft gedacht, das ist absolute Augenhöhe. Ja, schon, aber ich fand schon in der ersten Halbzeit extrem, hat seine so richtig gut gespielt, gerade für Steven, Bella auch so richtig stark, der hat immer überzahlt, da haben wir es schlecht einfach verteidigt. Gerade da hat die Formation nicht gut geklappt und ja, da, also ich sag, erste Halbzeit waren klar die besser, zweite mehr, aber da wollte es ja auch nicht mehr. Jetzt macht dein Kumpel Maxi auch noch das Tor, was hat das für Konsequenzen? Muss irgendwas zahlen? Nee, natürlich. Sie machen, Nee, jetzt mal, man merkt, du bist sehr frustriert. Aber ich fand durchaus nicht so negativ, wie du siehst. Also ich fand, erste Halbzeit war für den Zuschauer, es war ein Hammer-Fußballspiel. Also da hat man schon gesehen, was für ein Potenzial auch bei euch steckt, finde ich. Ja, klar, wir müssen es halt nochmal umsetzen. Okay, wir schaffen es dann immer bis zum 20 Meter vor das Tor spielen, muss eigentlich richtig gut, aber dann fehlt einfach die Durchschlagskraft. Okay, dann 3 Punkte am Mittwoch, am Mittwoch, genau. Genau, und dann sage ich mal, bis nächstes Jahr in Ilshofen. So sieht's aus, danke. Danke.